Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Rohstoff- und Devisenradar hier am Donnerstag, dem 22. Dezember. Ja, noch zwei Handelstage, heute Donnerstag. Die Woche ist dann auch schon rum und dann ist ja mehr oder weniger eine Übergangswoche bis zum neuen Jahr. Da wird dann wahrscheinlich relativ wenig los sein. Relativ wenig los ist derzeit auch beim Goldpreis, der sich hier während der letzten 5 Tage hier unter 10 Dollar pro Tag bewegt. Das sehen wir hier beim Goldpreis im Tagesschart-Intervall. Rufen wir uns den Preisschart mal direkt auf, nachdem es hier, ja, das sieht ja auch wirklich sehr, sehr vornehmlich aus, hier in diesem Abwärtstrendkanal wirklich nahezu punktuell immer wieder nach unten ging. Und wir hatten ja auch hier schon Gold analysiert nach dem Motto, es sollte kein Weekly Close unter 1150 geben. Den gab es jetzt aber leider Gottes und die charttechnische Situation dementsprechend angespannt. Aber wir hatten das ja unlängst auch schon besprochen bei einem der letzten Videos zum Goldpreis, dass hier praktisch das übergeordnete große Bild natürlich immer ein Stück weit relativ zu betrachten ist. Wenn ich jetzt hier praktisch mal den Wochenchart aufzeige, dann sieht auch hier die technische Situation keinesfalls gut aus, obgleich eine Erholungsbewegung hier möglicherweise überfällig ist bzw. ansteht. Und dazu werde ich dann gleich mal übergehen in die Intraday-Setups, die wir sozusagen heute haben anhand der FTSE-Vektorlogik. Ich werde sie dann, wie gesagt, gleich mal darstellen. Grundsätzlich aber, bevor wir in das kleine Bild gehen, hier eben nochmal den großen Goldchart sozusagen, um hier nochmal zu verdeutlichen, wie das eigentlich aussieht im Big Picture. Ja, der Goldpreis hier über 650% gestiegen seit dem neuen Jahrtausend. Und ja, die Korrektur, die wir aktuell sehen, ist ja zwar länger gestreckt, länger gezogen, aber hier in einem völlig übersichtlichen Rahmen. Also den Goldpreis jetzt hier totzureden, würde ich für verfrüht erachten. Vielmehr gesunde Konsolidierung nach dieser ja seit über einem Jahrzehnt oder seit einem oder seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde Aufwärtsbewegung ist das, was wir jetzt hier sehen, seit einigen Jahren völlig legitim. Wichtig, wie gesagt, dass die 1000 Dollar je Unze nicht gebrochen werden. Wenn das passiert, dann kann es durchaus noch ein paar Etagen tiefer gehen, aber ich denke, das große Bild beim Goldpreis bleibt, wie gesagt, interessant. Doch um jetzt mal fern des Big Pictures hier in den Wochenchart, aufgrund des starken Sell-Offs seit einigen Wochen, ist, wie gesagt, eine technische Reaktion schon als ja überfällig erachtet worden. Dafür sprechen die Seasonal Charts, aber auch jetzt ein Intra-Setup, wie ich heute Ihnen jetzt gleich mal vorstellen werde, dass es im Prinzip durchaus einen Move nach oben geben könnte, auch heute unter Umständen schon. Das werden wir, wie gesagt, mal jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Auch zum Silberpreis übrigens. Hier im Tagesschart, wie gesagt, Abwärtstrendkanal, müssten wir uns heute schon deutlich nach oben rausbohren, um hier die Abwärtstendenz sozusagen zu brechen. Grundsätzlich kann gesagt werden, das Niveau von ja, 1100, 1000 Dollar bzw. hier die Tiefs vom Jahresbeginn Schrägstrich Ende 2015 könnten durchaus erreichbar werden, wenn der Goldpreis sich hier eben nicht stabilisiert. Das könnten aber wiederum auch interessante Kaufpreise für die Zukunft sein. Doch gehen wir mal in den Intraday-Chart zum Goldpreis. Wie gesagt, die letzten Tage der Goldpreis immer weniger dynamisch, immer weniger Bewegung. Die Händler haben sich hier auch schon in den Urlaub verabschiedet, in den Jahresurlaub. Heute dennoch beim Goldpreis, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, zwar der schwächste Wochentag. Sie sehen es hier mit 36% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen der Goldpreis hier deutlich im negativen Terrain am Donnerstag. Also spricht überhaupt nicht für ein bullisches Setup, obgleich die FTSE-Vektorlogik uns hier was verspricht. Deswegen schauen wir uns das dennoch an. Freitag hingegen hier, auch im Overall View, das ist interessant, während der letzten 17 Jahre, Freitag tendenziell und auch während der letzten 52 Wochen der bullischste Wochentag. Also, wenn heute hier sozusagen eine Steilvorlage hingelegt wird, könnte es morgen zum Wochenabschluss für Gold auch sehr, sehr spannend werden. Aber was ich Ihnen zeigen wollte und will, ist praktisch die heutige FTSE-Vektorlogik zum Goldpreis. Wir sehen hier, der Silberpreis ist hier sogar noch ein Level höher, das zeige ich Ihnen dann gleich im Nachgang. Goldpreis heute hier mit knapp 70% und 179 Erscheinungen, die hier im Schnitt zu einem Gewinn von plus 0,69% führten. Das Tageshoch wird heute hier bei 1142,85 gesehen, obgleich wir heute die Tiefs schon hier im Stundenchartintervall rechts deutlich schon unterschritten hatten. Sie sehen hier, das heutige Tief wurde bei 1132 statistisch berechnet. Das heißt, wir sind hier schon zu tief gefallen eigentlich, aber das können wir jetzt dennoch mal eingrenzen, um zu sagen, hey,
Vielleicht haben wir hier dann auch die Chance, trotz des neuen oder statistisch zu tiefen Tiefs hier nach oben aufzudrehen. Wie gesagt, technisch schauen wir uns jetzt gleich mal im Stundenchart die Lage genau an. Hier im Chartverlauf der Fuzzy-Vektorlogik ist noch eines festzustellen, dass wir hier von der ADR, vom Trendstärkeindikator, auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Hier jetzt sozusagen der Abwärtsdruck abgenommen hat, aber Sie sehen hier diese Übertreibungsphase im Sinne des Trendmomentums. Und wenn wir heute einen positiven Tag sehen, dann würde die ADR sozusagen, das ist der gestrige Tag übrigens, immer ein Tag Verzögerung, morgen früh gibt es das Update, würde der Gest, morgen würde der Tag von heute praktisch dann hier möglicherweise einen fallenden ADR-Punkt zeigen, wenn wir heute positiv rauslaufen. Und dann könnte man morgen hier auch tatsächlich beim Goldpreis mit einem neuen Hoch das Hoch sozusagen kaufen und auf eine Gegenreaktion spekulieren. Das mal am Rande, aber hier, wie gesagt, heute Fuzzy-Vektorlogik verspricht schon mal am schwächsten Wochentag, wohl bemerkt, dennoch eine positive Performance. Und das sehen wir jetzt mal im Stundenchart uns genauer an. Gibt es die Möglichkeit, ja oder nein? Tatsache, hier kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Da könnte der Goldpreis ranlaufen. Wir holen uns auch nochmal die Pivotpunkte in den Chart. So, wo ist er? Da. Ja. PP. Pivot Point, der Fingerabdruck des Vortages sozusagen. Klick, klick, da ist er. Und passt eigentlich sehr gut, 1132 heute. Das heißt, wenn der Goldpreis hier den heutigen Pivot Point knackt, diesen kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart-Intervall, dann sehe ich hier durchaus anhand der Fuzzy-Vektorlogik das Potenzial entgegen des schwachen Wochentages hier eine Reaktion nach oben einzuleiten. Also hier Preise, wenn man noch ein bisschen komfortabel arbeitet, über 1134 dürften den Goldpreis pushen und dann, wie gesagt, Richtung 1140, 1142 könnte es dann nach oben gehen, hier im Intraday-Setup. Ob wir die Volatilität sehen, ob wir die Power sehen, dass der Goldpreis das macht, müssen wir abwarten. Letztlich, wenn es zum neuen Hoch kommt, neuen Tageshoch, dann auch ergo, stehen die Chancen gut, dass es weiter nach oben gehen könnte. Hingegen neues Tagestief unterhalb von 1128 dann den schwachen Wochentag begünstigen würde und der Goldpreis dann hier sozusagen in seinem übergeordneten Abwärtstrend weiter nach unten kippen sollte. Das, wie gesagt, Plan B. Heute anhand der Statistik auf die Fuzzy-Vektorlogik bezogen und aufgrund dessen, dass es hier doch mal Zeit wird für eine Gegenreaktion, hier das präferierte Szenario für ein Long-Setup. Haben wir auch hier einen kleinen Abwärtstrendkanal im Stundenchart schön zu sehen. Also hier die Möglichkeit durchaus gegeben. Wir hätten dann hier im Bereich 1140, 1142 auch einen horizontalen Widerstandsbereich, der dann hier schon das Ende der Gegenreaktion einleiten könnte. Aber wie gesagt, technisch das hier für den Goldpreis ein hervorragendes Ziel. Wollen wir auch mal sehen, ob die Wola heute hier sozusagen mitspielt. Das bleibt die große Gretchenfrage. Wir werden das nachher am Nachmittag oder im Laufe des Tages eben ja auf dem JFD-Desktop sicherlich mal auswerten. Hier kurz der Sprung dahin. Mit unserem JFD Live-TV-Widget werden wir hier praktisch auch Videoanalysen durchführen. Im Sinne des Gold- und Silberpreises heute nochmal, aber auch hier der DAX immer in der Review und insofern auch ein Besuch wert. Folgen Sie uns ruhig hier, da gibt es auch immer reichlich Content. Gut, dann jetzt aber mal zurück zum Goldpreis. Setup ist geschnürt. Wie gesagt, es muss ein neues Tageshoch geben. Es muss über 1134 hinausgehen. Dann stehen die Chancen gut. Schauen wir jetzt noch auf den Silberpreis, den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das Video wird heute hoffentlich nicht zu lang, aber wir wollen ja auch ein bisschen was vermitteln. Silberpreis. Wir hatten eine Bear Flag hier im Tageschart zu sehen. Die wurde regelkonform aufgelöst. Auch das Ziel 1100, sag ich schon, 1565, dieser Supportbereich wurde abgearbeitet. Sehr, sehr schön. Also hier praktisch eine Punktlandung. Rein von der Projektion der bullischen Flagge, bullischen sage ich schon, der bärischen Flagge, könnte es sogar hier bis 1450, 1440 oder 1450, 1430 hinuntergehen. Dennoch wurde das erste zwischengeschaltete Korrekturziel abgeleitet. Abgearbeitet und jetzt haben wir hier diesen Supportbereich und der Silberpreis kann hier technisch theoretisch, Sie sehen es auch hier mit dem Tendenzpfeil, eine Gegenreaktion einleiten. Schauen wir uns das mal im Stundenchart an. Auch hier Abwärtstendenz, sieht nicht ganz so schön aus wie beim Goldpreis, weil es hier eben auch nochmal direkt am 14. hier, am 15.12. hier rigoros nach unten ging. Aber auch der Silberpreis versucht sich hier sozusagen zu recovern. Gehen wir hier mal auf die JFD-Indikation. JFD Interbankenpreise wohl bemerkt, immer wieder auch in den Kopf rufen, dass wenn Sie bei JFD handeln, hier den Interbanken-Spotpreis von Gold und Silber handeln. Keine Derivate oder irgendwas, sondern hier den Spotpreis. Also der beste reale Handel hier auf jeden Fall sehr, sehr zu begrüßen, wenn Sie denn fair und transparent gehandelt
oder abhandeln wollen und mit einem fairen und transparenten Partner handeln wollen. Das ist genau das Thema. Hier aber beim Silberpreis auch kurzfristiger Abwärtstrend erkennbar. Heute, wenn der Goldpreis rauszieht, wie gesagt, der Silberpreis sicherlich im Schlepptau dessen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal das Fuzzy-Vektor-Logik-Pattern. Der Silberpreis hat nicht ganz so einen schwachen Tag heute wie der Goldpreis. Der ist nur mit, in Anführungszeichen, 46% negativer, positiver Schlusspreise hier beseelt. Aber auch im Overview morgen Silberpreis definitiv bullish. Aber kommen wir mal zur Fuzzy-Vektor-Logik. Sehen wir hier heute beim Silberpreis ein Pattern mit 62%iger Trefferquote, 134 Erscheinungen, aber einen deutlich größeren Zuwachs. Liegt natürlich auch daran, dass Silber mehr oder weniger der gehebelte Goldpreis ist. Und da könnte es heute bis 16,29 gehen. Sieht ganz gut aus. Schalten wir auch hier mal die Pivot Points dazu. Sozusagen den Fingerabdruck des Vortages auch hier nochmal rein in den Chart. So, gleich sind Sie da. Und da haben wir hier vorgeschaltet schon Widerstandsbereich. Sehr schön definierbar. 16,29 wäre hier sozusagen dann sogar ein Stück weit drüber. Aber auch beim Silberpreis gilt, wir müssen den Pivot Point überwinden. Dann hätten wir den kurzfristigen Abwärtstrend überwunden. Und dann könnten wir mit diesem positiven Bias, wenn es über auch die Round Number hier 16 Dollar je Unze geht, uns bis 16,29, das wäre Resistant Level 2, auch anhand des Pivot Points, hier emporarbeiten. Das wäre praktisch hier der Fahrplan für den Silberpreis, sofern wir, machen wir den einen Punkt mal zurück, so, der Fahrplan für den Silberpreis, wenn wir hier weiter anziehende Preise sehen. Da muss er aber ausbrechen, da muss er über die 16 Dollar hinausschnippen. Dann könnte, wie gesagt, hier durchaus eine Aufwärtsperformance vor dem Hintergrund des statistischen Patterns der Fuzzy-Vektor-Logik hier erfolgen. Geht es auf ein neues Tagestief unter 15,28, dann denke ich, ist dieser kurzfristige Abwärtstrend hier weiter zu präferieren. Und dann kann es eben hier auch weiter gen Süden gehen. Der Gold- und Silberpreis, wie gesagt, jetzt hier ohnehin in einem schwierigen Fahrwasser. Charttechnisch sieht es danach aus, dass es hier durchaus noch neue Tiefs geben könnte. Aber heute Schrägstrich morgen vielleicht eine Gegenreaktion denkbar. Halten Sie den Silberpreis im Auge, den Goldpreis ebenso. Ich finde es, wie gesagt, relativ spannend für heute. Aber da muss Momentum reinkommen, da muss Power aufkommen. Und das wäre gegebenenfalls hier zu den News heute Nachmittag. Da kommt einiges aus den USA hier zu erwarten. Auftragseingang, langlebige Wirtschaftsgüter, das ist ein Thema. BIP Q3, hier allerdings die endgültige Version. Das heißt, die Daten sind schon bekannt. Da könnte nur eine große Korrektur hier für Überraschungen sorgen. Aber Auftragseingänge, langlebige Wirtschaftsgüter, das ist ein Thema. Aber fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe nicht mehr ganz so wichtig. Aber hier sicherlich Bewegung aus den USA, Schrägstrich für den Goldpreis zu erwarten. Dann haben wir 16 Uhr hier auch nochmal einiges an Inflationsdaten. Dürfte also, wie gesagt, heute Nachmittag sicherlich Action geben. Wollen wir mal sehen, ob die Marktteilnehmer dann tatsächlich an ihren Schirmen sitzen. Für Spannung ist definitiv gesorgt. Ich sage jetzt an dieser Stelle aber schon mal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Und wenn Sie mögen, dann morgen zum letzten JFD-Devisenradar, Rohstoffradar hier für das laufende Handelsjahr. Würde ich Sie begrüßen. Schauen wir mal, was wir da so ausgraben können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.